Moin Leute, heute untersuchen wir den Zündfunken an einem Viertaktroller beziehungsweise suchen nach der Ursache, falls wir keinen Zündfunken haben. Das Video könnte für all die interessant sein, die ganz sicher wissen, dass der Roller keinen Zündfunken hat. Oder auch für die, die nicht wissen, wie und wo man mit der Suche beginnen kann. Damit wir bequem arbeiten können, müssen wir zunächst die Sitzbank mit dem Helmfach entfernen. Wie immer lösen wir die Schrauben und nehmen die Sitzbank heraus. Zusätzlich kann man noch, wer so eine Serviceklappe hat, auch die hier abmachen. Wir untersuchen heute den ganzen Weg des Zündfunkens von der Zündkerze, die gerade noch im Motorblock drin ist, über den Zündkerzenstecker, das Zündkerzenkabel bis hin zu der Zündspule, dann natürlich die Kabel von der Zündspule zu der CDI, die Zündeinheit und die Kabel von der CDI zur Lichtmaschine, da wo der eigentliche erste elektrische Impuls für den Zündfunken entsteht. Wir fangen erstmal damit an, dass wir schauen, ob der Roller überhaupt einen Zündfunken hat. Dafür ziehen wir den Stecker von der Zündkerze erstmal ab. Die Zündkerze ist jetzt hier über diese Öffnung erreichbar. Der Standard bei den chinesischen Viertaktern ist der 16 mm Zündkerzenschlüssel. Den stecken wir einfach auf die Zündkerze auf und drehen die raus. Meistens ist es so, wenn man die gelöst hat, kann man die Ratsche hier abnehmen und die per Hand rausdrehen. Vorsicht, dass die Zündkerze nicht da in das Gehäuse reinfällt, dann müssen wir nämlich das ganze Plastik abnehmen. So. Und da ist die Zündkerze schon. So, um jetzt zu prüfen, ob wir einen Zündfunken haben oder nicht, stecken wir die Zündkerze wieder in den Zündkerzenstecker rein. Legen die Zündkerze irgendwo an die Masse, das heißt irgendwo am Metall muss die Zündkerze einen Berührungspunkt haben. So. Und starten den Motor bzw. Betätigen den E- oder je nachdem Kickstarter. Vorsicht ist hier geboten für all die, die nicht so einen Plastikstecker haben, sondern einen Metallstecker. Da dürft ihr natürlich nicht am Zündkerzenstecker festhalten. Hier haben wir jetzt gesehen, der Zündfunke ist da, so soll es auch aussehen. Falls es bei euch so ist, ist mit dem Zündfunken alles in Ordnung. Falls dem nicht so ist, schauen wir weiter. Und zwar könnt ihr an dieser Stelle schon mal die Zündkerze ersetzen. Das ist jetzt natürlich direkt am Anfang eine Investition, aber da die Zündkerze sowieso regelmäßig gewechselt werden sollte, ist es keine Fehlinvestition. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr schaut, dass ihr die richtige Zündkerze verbaut. Bei den chinesischen Viertaktern ist es meist die CR7 HSA. Ihr könnt aber auch im Handbuch oder im Internet schauen, welche Zündkerze in eurem Roller reingehört. Habt ihr eine neue Zündkerze verbaut, habt aber trotzdem keinen Zündfunken, dann gehen wir weiter und schauen, ob das am Zündkerzenstecker liegt oder nicht. Dafür drehen wir den Stecker von dem Kabel einfach ab, da ist nämlich ein Gewinde. So. Ist der Stecker ab, können wir schauen, ob hier noch irgendwas vom Kabel ankommt. Ja, hier kommt ein bisschen was an. Um ganz sicher zu gehen, dass die ganzen Adern hier am Stecker ankommen, da werden die nämlich reingeschraubt, können wir getrost so einen halben Zentimeter bis Zentimeter von dem Kabel hier abschneiden. So, da sehen wir jetzt, die Adern sind da. Und jetzt schauen wir, kommt der elektrische Impuls überhaupt hier oben an. Dafür wiederholen wir die ganze Prozedur, nur halt ohne Zündkerze. Und zwar halten wir das Kabel ein paar Millimeter von der Masse entfernt und starten wieder den Motor. Ist der Zündfunke an dieser Stelle bei euch da,
dann liegt es wahrscheinlich am Zündkerzenstecker. Ich würde sowieso immer so einen Plastik-Zündkerzenstecker am besten von NGK empfehlen. Das ist jetzt keine Produktplatzierung, ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist nur meine Empfehlung, die auf meiner Erfahrung beruht. Habt ihr hier an dieser Stelle keinen Zündfunken, dann untersuchen wir weiter das Kabel hier, was vom Zündkerzenstecker zur Zündspule geht. Und zwar drehen wir das Kabel hier, wie eben vom Zündkerzenstecker, auch aus der Zündspule heraus. Habt ihr das Kabel rausgenommen, könnt ihr eben wie am Zündkerzenstecker 1 Zentimeter bzw. einen halben Zentimeter abschneiden. Dann werden wir ein Multimeter brauchen. Das stellen wir auf Widerstandsmessung ein. Die eine Spitze kommt auf der einen Seite des Kabels, die andere auf der anderen Seite. Jetzt noch zeigt das Multimeter unendlich oben ein. Unendlich, weil zwischen den beiden Messspitzen ein unendlich großer Widerstand ist. Da ist ja nichts zwischen. Sobald wir die zweite Messspitze hier anschließen, sollte der Widerstand gegen 0 gehen. Das ist gut. Am besten können wir das Kabel noch hin und her biegen. Schauen, dass er auch bei Bewegung keine Risse bzw. kein Kabelbruch hat. Wenn es so ist und der Widerstand ständig gegen 0 bleibt, ist das Kabel auch in Ordnung. Hat das Kabel keinen Kabelbruch, prüfen wir als nächstes die Zündspule. Dafür schrauben wir die ab. Die ist hier an einer Schraube befestigt. So sieht die im ausgebauten Zustand aus. Da kommt das Kabel drauf. Für die Messung brauchen wir wieder unser Multimeter, wieder auf 20 kΩ eingestellt. Und zwar messen wir jetzt die Stecker gegen den Ausgang hier. Diese Messung sollte ungefähr 3 Ohm anzeigen. So, einmal an dem Stecker. Und an dem hier. Natürlich hätten wir das auch im eingebauten Zustand messen können. Wenn das Kabel hier noch drin ist und das alles in der Maschine verbaut ist. Das würde jetzt aber voraussetzen, dass das Kabel keinen Kabelbruch hat, dass die Kabeladern hier tatsächlich gut anliegen. Wenn es so wäre, könnte man mit einer Messung die beiden Fehler untersuchen. Die Messung jetzt hier ist ein bisschen genauer, weil wir jedes einzelne Teil getrennt untersuchen. Und die Messwerte sind jetzt auf einen chinesischen Viertakter bezogen. Bei anderen Rollern könnten die Messwerte anders sein. So, habt ihr hier alles wichtige Werte. Dann können wir auch hier den Fehler ausschließen. Dann gehen wir weiter und schauen die Kabel, die von der CDI zu der Zündspule führen. So sieht die CDI aus. Bei einigen von euch sind die Stecker komplett belegt, auch hier im Viererstecker sind beide Kabel da. In diesem Fall wäre die Masse hier oben, ja, ich zeige mal anders, so. In dem Fall wäre die Masse bei euch hier oben. Bei mir sind nur 3 belegt, das heißt die Masse ist hier unten. Wenn wir die CDI uns so anschauen, ist das Kabel zur Zündspule in der oberen linken Ecke des Vierfachsteckers. Das ist das meistens das schwarz-grüne Kabel. Für die Messung brauchen wir wieder unser Multimeter. Wir stellen den auf 2000 Ohm ein und messen jetzt Masse. Na, ups, hier mal. Masse gegen Zündspulenkabel, da sollte die Messung 0 Ohm anzeigen. Dafür nehmen wir natürlich erstmal die beiden Stecker raus. Wir legen die CDI zur Seite. Jetzt kommt die schwarze Messspitze hier an die Masse und die rote
an das schwarz-grüne Kabel. Das ist die Zündspule. Ja, dass man das Multimeter auch sieht. Ja, das ist ein kleiner Messfehler vom Multimeter. Das sollen jetzt 0 Ohm sein. Sind die Messwerte an dieser Stelle auch in Ordnung? Da haben wir den ganzen Weg von der Zündkerze bis zur CDI geprüft. Jetzt prüfen wir auch den ganzen Weg von der CDI zur Lichtmaschine. Und zwar messen wir den Widerstand des Pickup-Kabels bzw. des Pickups der Lichtmaschine zur Masse. Hier sollte der Widerstand zwischen ungefähr 120, 130 bis 300 Ohm liegen. Das ist also in Ordnung. Dann lassen wir die schwarze Messspitze an der Masse und messen hier an dem zweiten Stecker das rot-schwarze Kabel. Das ist die Hochvoltspule, Hochspannungsspule. Hier sollten zwischen 200 und 1000 Ohm anliegen. Ja, das sieht gut aus. Und schließlich das Kabel. Das ist hier in diesem Fall schwarz-gelb. Das führt zum Zündschloss. Im ausgeschalteten Zustand sollte er 0 Ohm haben. Im eingeschalteten Zustand sollte er unendlich Ohm haben. Jetzt habe ich die Zündung angemacht. Und wieder aus. Das ist hier also an dieser Stelle alles in Ordnung. Stimmen bei euch auch an dieser Stelle alle Messwerte, dann habt ihr den Fehler gefunden. Dann ist nämlich die CDI defekt. Die müsst ihr austauschen, auswechseln. Stimmen die Werte nicht, könnt ihr noch die Kabel nach Kabelbruch untersuchen, so wie auch mit dem Zündkerzenkabel. Stimmen vor allem die Messwerte der Kabel zur Lichtmaschine nicht. Dann könnt ihr die Lichtmaschine noch separat untersuchen. Das Video packe ich euch gleich hier oben drauf. An dieser Stelle war es das erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt auch selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere Tipps zu erhalten. Und an dieser Stelle, tschüss und gute Fahrt.